Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein Anfänger-Tutorial für Premiere Pro. Zwar zeige ich heute denen, die noch nie etwas mit Premiere Pro zu tun gehabt haben, wie man ein neues Projekt anlegt und dann bearbeiten kann. Genau, ich habe Premiere Pro hier schon geöffnet. Jetzt können wir hier einfach auf neues Projekt gehen und das hier oben auch benennen. Ich nenne es jetzt einfach mal Tutorial. Genau. Und hier unten könnt ihr jetzt auch noch euren Speicherort wählen, welche Festplatte, in welchen Ordner ihr das Ganze speichern möchtet. Ich habe es hier jetzt schon im richtigen. Hier könnt ihr die Ordner dann nochmal durchsuchen. Dann drückt ihr einfach auf OK. Und dann öffnet ihr jetzt euren Arbeitsbereich. Hier habt ihr jetzt das Programmfenster, wo ihr das aktuelle Video seht, wie es in der Timeline geschnitten ist. Hier habt ihr eure Timeline und hier euer Medienfenster, wo ihr eure Dateien auch drin habt. Und hier oben habt ihr dann nochmal die ganzen Effekteinstellungen und so weiter. Ihr könnt eure Medien importieren, indem ihr hier auf den Media Browser klickt und dann hier sucht auf eurem PC oder das Ganze per Drag and Drop machen. Ich gehe jetzt einfach auf meinen zweiten Bildschirm und wähle hier einfach mal zwei Videos aus, die ich jetzt einfach bei Drag and Drop importiere. Und jetzt haben wir die vier Videos auch schon hier. Ihr seht, das sind einfach ein paar B-Roll-Aufnahmen, die ich damals versucht habe, von den Scheinwerfern zu machen, die ich vorgestellt habe. Die könnt ihr jetzt einfach so hier in die Timeline ziehen. Ich mache mal kurz den Ton aus. Und jetzt oben seht ihr auch schon, wie das hier zusammengeschnitten ist halt. Ist natürlich jetzt gar nicht bearbeitet. Und hier oben habt ihr jetzt auch noch die Effekteinstellung oder wenn ihr ein Video hier anklickt, könnt ihr es hier auch noch mal vorgucken und so weiter. Wenn ihr das Video in der Timeline anklickt, habt ihr hier die Effekteinstellungen, wo ihr das Video skalieren könnt, wo ihr es hin und her schieben könnt und noch viele andere Sachen, die ich denke ich in weiteren Videos für Anfänger zeigen werde. Und das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ihr könnt es nur noch jetzt als Projekt speichern, wenn ihr unter Datei und dann einfach Speichern klickt und dann einfach schließen. Dann habt ihr es dort in eurem Ordner auch als Projekt gespeichert. Und wenn ihr mehr solcher Anfängervideos sehen möchtet, ich weiß, für diejenigen, die sich schon auskennen, ist das gerade nichts. Aber für diejenigen, die noch nie etwas damit zu tun haben und sich näher damit beschäftigen wollen, schreibt es in die Kommentare, was ihr gezeigt haben möchtet. Ansonsten gehe ich Schritt für Schritt durch das Programm und werde die einzelnen Kleinigkeiten zeigen in kurzen Videos, damit auch Personen, die noch nie etwas damit gemacht haben, es einfach haben, es zu lernen. Wenn ihr sonstige Anmerkungen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare bei Videowünschen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unten den Kanal, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr auch auf jeden Fall jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann bis nächste Woche. Ciao!